Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Ich bin zurück aus dem Urlaub und das Schöne ist, ihr dürft euch jetzt wieder über zwei Videos täglich freuen. Immer morgens um 8 zum ersten Kaffee und um 14 Uhr. Ach, hat uns das gefehlt, oder? Mir hat es tatsächlich auch ein bisschen gefehlt. Wobei, ich bin ehrlich zu euch, die Woche war wunderschön. Wir haben uns richtig, richtig gut erholt, haben allen Schmutz von uns gewaschen und haben einfach, ja, einfach entspannt. Es war der erste Urlaub seit 15 Jahren und es hat wirklich gut getan. Ich glaube, vielen von euch ist das gar nicht aufgefallen, dass ich gar nicht da war. Denn es waren ja zumindest die 8 Uhr Videos vorgedreht, damit nicht immer aktuell, aber dennoch hoffentlich spannend. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das für euch war. Nun bin ich aber wieder zurück und ich habe mal geschaut, was ist denn wirklich Interessantes passiert? Was hat es denn hier zu uns in die Trash Highlights passiert? Und ich habe natürlich auch bei unserem großen Thema Peter, Yvonne und Iris geschaut und man muss dazu sagen, aktuell ist es relativ ruhig, ich bin überrascht gewesen, aber Iris Klein sorgte vor einigen Tagen mit einer Aussage für, ja, weiß ich nicht, bei einigen für Verwunderung, bei anderen aber auch für Missgunst, bei anderen aber wiederum auch für Maches. Sie möchte in den Playboy und das ist jetzt ganz interessant, denn der Playboy selbst hat sich dazu geäußert und das schauen wir uns heute an. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr wisst, wo der Playboy ist, sind Schwabonis nicht sehr weit weg und von daher genau die richtige Schlagzeile hier für uns. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank, dass du wieder zurück bist und uns weiterhin mit deinen Trash-Highlights genügst, dann für dich herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sind hier eine kleine Trash-Familie und auf den Weg zu den 15.500, glaube ich. Das ist unglaublich. Vielen, vielen herzlichen Dank und auch an alle neuen Zuschauer. Ihr seid auch alle herzlich eingeladen. Boah, da ist mir die Stimme kurz versagt. Na, man merkt, ich bin ein bisschen aus der Übung, ne? Ich hatte jetzt tatsächlich wirklich eine Woche kein Video gedreht. Hatte mein Handy gar nicht in der Hand gehabt. Also ich glaube, ich konnte an einer Hand abzählen, wie oft ich mein Handy in der Woche Urlaub in der Hand hatte. Also weniger als 5. Gut, reden wir doch als erstes über den Wunsch von Iris Klein, in den Playboy zu kommen. Grundsätzlich meine persönliche Meinung, mir ist das egal. Wenn sie das möchte, sehe ich da keinen Grund, warum sie es nicht dürfte. Ja, es gibt dort keinen Grund und wenn sie das möchte, dann soll sie das tun. Ich glaube, also jetzt auch wieder meine persönliche Meinung, ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie natürlicher reingegangen wäre, wenn sie denn reingehen würde, also quasi ohne diverse Operationen, die sie ja gemacht hat. Aber das ist ja ihr eigenes Ding, das haben wir hier auch schon mal besprochen. Ich persönlich hätte es denn, glaube ich, schöner gefunden, wenn man sich im Playboy präsentieren möchte, sich so zu präsentieren, wie man halt auch wirklich ist und nicht wieder operiert. Das ist so meine kleine persönliche Meinung, aber ihr wisst, die ist nicht so viel wert. Es ist nur meine Meinung. Schreibt mir aber gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr grundsätzlich davon haltet. Aber bitte bleibt auch wieder bei diesem Thema freundlich, höflich, respektvoll. Das ist mir ganz wichtig. Hier auf diesem Kanal für alle neuen Zuschauer vielleicht auch interessant. Wir achten hier wirklich drauf und wir möchten hier weiterhin die Höflichkeit ganz oben halten. Gut, schauen wir doch einmal ganz kurz rein bei Wundervibe. Denn erstmal müssen wir ja reinkommen in die Schlagzeile, warum Iris Klein in den Playboy möchte und natürlich, wie sich der Playboy selbst dazu geäußert hat. Beides habe ich für euch einmal aufgearbeitet, damit wir uns das hier anschauen können. Und hier haben wir schon den Artikel. Iris Klein, jetzt will sie alle Hüllen fallen lassen. Da ist aber jemand ganz und gar nicht prüde. Iris Klein will die Männerwelt verrückt machen. Und hier sehen wir sie. Ich muss dazu sagen, das ist wirklich kein sehr schönes Foto, was die hier reingenommen haben. Das ist so, das erinnert mich so an Dschungelcamp-Zeiten, so dieses Böse. Das gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Da gibt es aber deutlich schönere Fotos von ihr. Zum Beispiel das ein oder andere Foto aus der Model-Kampagne, das waren einige dabei, wo ich dachte, sieht nicht schlecht aus. Gut, Zitat, nur ein bisschen modden und über die Laufstege dieser Welt flanieren reicht ihr nicht. Iris Klein hat sich fest in den Kopf gesetzt, für ein berühmt-berüchtiges Männermagazin blank zu ziehen. Und hier ist es, große Pläne. Iris Klein sieht sich selbst im Eva-Kostüm, textilfrei,
hüllenlos und wahrscheinlich sinnlich nach ihrer Silikon-Generalüberholung, das ist aber nicht nett geschrieben hier, der Mega-Abnahme, dem Ausflug in die Fashion-Metropole New York und ihrem Laufstegdebüt auf der Fashion Week scheint Iris Klein heiß auf mehr zu sein. Ich habe gerade erst Anlauf genommen und Blut geleckt, plaudert die Katzenberger Mutti im Rahmen einer Instagram-Fragerunde aus. Im Übrigen ist der Artikel von gestern, 28.09., also relativ aktuell. Zitat Ende, okay. Ich muss wie gesagt dazu sagen, die letzte Woche ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe aufgrund des Urlaubs wirklich keine Storys mehr angeschaut, aber hier scheint jemand von Desiree Nick ein bisschen inspiriert worden zu sein, denn Desiree Nick war ja auch kürzlich im Playboy zu sehen, das schauen wir uns auch nochmal an. Auf jeden Fall hier scheint die Inspiration daher wohl zu kommen und durch die Erfahrungen im Laufsteg hat sie jetzt hier einen Wunsch geäußert. Das ist ja erstmal jetzt gar nicht verwerflich. Jetzt ist natürlich die große, große Frage, wie reagiert denn der Playboy selbst drauf? Denn in den Playboy zu wollen ist die eine Sache, aber in den Playboy zu dürfen die andere. Und da hat dann, ja, die Bild, natürlich, wer sonst gewesen sein, mal angeklopft und mal gefragt, hey, wir haben hier was gehört von der Katzenmama, miau, sie würde ganz gern zu euch ins Magazin, was sagt ihr denn dazu? Und dann gab es, eine nur für Abonnenten von Bild Plus Schlagzeile. Ihr wisst es, eine Schlagzeile hinter der Bezahlschranke. Das heißt, ich darf euch die Schlagzeile nicht zeigen, aber ich kann ja daraus Texte zitieren. Und das machen wir, denn hier haben wir Interessantes erfahren. Und wir schauen einmal in den Artikel rein. Und zwar, das sagt der Playboy-Chef. Und da gerade haben wir ihn hier gesehen, Florian Beutin, ja, ist der deutsche Playboy-Chef und Verleger. Zeigt er bald Iris Klein nackt. Ist die große Schlagzeile von Dirk Steinbach vom 28. auch von gestern. Und hier steht, Zitat, sie möchte in den Nackt-Olymp. So, und dann scrollen wir mal runter zu den entscheidenden Aussagen, die ich jetzt hier ein bisschen spannender finde. Zitat, wird Mama Iris also das erste Nacktmodel ihrer Familie? Bild hat mit Playboy-Chef und Verleger Florian Beutin 56 gesprochen. Beutin, die Playboy-Ausgabe mit Desiree Nick hat nicht nur medial für großes Aufsehen gesorgt und das übrigens nicht nur hierzulande, auch ab Kiosk ist die Ausgabe ein Bestseller und so verwundert es wenig, dass das Playboy-Shooting mit der fast 57-jährigen Entertainerin auch vielen Frauen inspiriert. Und jetzt seht ihr etwas, was nur ich sehen kann. Man sieht jetzt das aktuelle Cover vom Playboy mit Desiree Nick drauf. Ja, und weiter geht's. Und dass sich Frauen, die wie Iris Klein im Rampenlicht stehen, ebenfalls eine prominente Plattform wie den deutschen Playboy wünschen, freut mich ganz persönlich. Heißt, Doppelpunkt, der Playboy-Chef sagt nicht nein. Es gibt also Hoffnungen für Iris, dass sich ihr großer Traum erfüllt. Und dann gibt es hier eine Umfrage, wollen Sie Iris Klein im Playboy sehen? Aber wartet, hier kann ich euch das dann wieder einblenden, weil wir den Hauptartikel übersprungen sind. Wollen Sie Iris Klein im Playboy sehen? Pff, ja, nein. Es ist natürlich jetzt doof. Wie stimme ich ab? Weil ich selber lese das ja nicht. Aber ich klicke mal auf Ja. Oha. Tatsache, doch 3.378 Bildleser sagen, yo, können wir uns gut vorstellen, während 14.000 Nein sagen, aber trotzdem ein sehr interessantes Ergebnis. Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. So grundsätzlich also halten wir fest, der Playboy-Chef sagt ganz klar, grundsätzlich freut er sich über die Interesse von Iris Klein, hat jetzt aber nicht geäußert, dass sie kommt. Die Chancen stehen, wenn man mich persönlich fragt, aber gar nicht so schlecht. Natürlich auch die Frage Pinke Pinke, was wird denn dabei rum? Kommen. Für umsonst, denke ich mal, macht man das nicht. Oder aber man macht das halt auch, um halt hier erneut in die Schlagzeilen zu kommen. Das kann ich hier nicht sagen. Erstmal aber für mich doch eine sehr interessante Schlagzeile. Und wir kennen das aus der Vergangenheit. Oft werden Wünsche zu Tatsachen, wenn man sie nur laut genug auf Social Media äußert. Das haben wir nun wohl wahrlich schon erlebt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, warum nicht? Soll sie machen. Mich persönlich stört das gar nicht. Ich selber lese Playboy auch wirklich
wundert jetzt hier auch, glaube ich, keinen. Ich lese das Magazin nicht. Und wenn man sich das durchlesen möchte, wenn man durchlesen, ich glaube, der literarische Kontext ist da nicht so bedeutsam. Aber wenn man sich das anschauen möchte, kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sich das schon anschauen wird. Allein nur, um wirklich auch sich die Bilder anzuschauen, wenn die denn schön geworden sind. Von Laura Müller, die ja auch schon im Playboy war, wissen wir, dass die Bilder richtig schwierig sind zu shooten, denn in einem Video habe ich für euch mal festgehalten, was passiert ist, als Laura Müller und Michael Wendler versucht haben, die wunderschönen Schwaboni-Pool-Fotos nachzustellen. Das ging ordentlich in die Hose, in dem Fall sogar ins Wasser, Freunde. Aber das ist ein anderes Thema. Das haben wir ja auch schon mal besprochen auf dem Kanal. Ich werde mich jetzt aber verabschieden, freue mich heute aber auf 14 Uhr mit einem neuen Video und ich vermute, wir werden in den Kreisverkehr der Emotionen starten, denn da gibt es auch Neues. Es ist eine Menge passiert in der Woche, das heißt, wir haben eine Menge aufzuarbeiten und das ist doch das Schöne an den Trash Highlights. Hier erfahrt ihr auch eine Woche später, was so alles vorgefallen ist. Aber die Iris Klein Schlagzeile, die ist relativ aktuell und auch hier alles mit Liebe ist auch relativ aktuell. Es lohnt sich dran zu bleiben. Schreibt mir alle in die Kommentare, dass ihr da wart, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid und für neuen Zuschauer kommt gerne in die Familie. Ich würde mich sehr freuen. Ich verabschiede mich jetzt mit bester Laune und freue mich, wenn wir uns wiedersehen um 14 Uhr. Macht es gut. Tschüss.